Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. In dieser Folge machen wir jetzt noch die restlichen Hauptmänner. Gucken mal so, was so noch so ansteht. Eine kleine Nebenaktivität darin. Hier oben, Kankras Erinnerung und so weiter. Ich glaube, wir machen am besten eine Schnellreise. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Hätte ich auch eigentlich schon vorher machen können, bevor Aufnahmen beginnen, aber hey. Ich kann ja auch nicht an alles denken. Oder will an alles denken. So. Scott der Verschlinger. Keine Angst, liebe Bestie. Bald bekommt ihr eure Ration Menschenfleisch. Mit Leib und Seele bei den Karagor. Sollte besser auf Lager aufpassen. Den kann ich nicht umbringen. Ich brauche ihn noch. Oh. Ich hab's doch gesagt. Aber warum haut er jetzt da immer drauf? Gut. Er hat den Level gewonnen. Ja, gut. So tragisch ist das jetzt nicht. Da unten scheint es zu sein. Einmal sammeln. Ein Buch. In meinen frühesten Erinnerungen bin ich in Decken gewickelt und meine Mutter zeigt mir die Bilder eines Märchenbuchs über Luki die Larrikin, deren Streiche immer katastrophal endeten. Doch ihrer strengen Gouvernante war sie immer einen Schritt voraus. Jahre später, als ich lesen konnte, fand ich das Buch wieder. Ich war überrascht, dass es voller kleiner Moralgeschichten steckte, statt der lustigen Anekdoten, die meine Mutter erzählte. Okay. Ich frage mich, warum sie das getan hat. Das würde nur deine Mutter wissen. Die wird schon ihre Gründe gehabt haben. Ja, dann würde ich sagen, übernehmen wir hier noch die Festung? Knittelferse für Kinder, wie ich sehe. Etwas mehr als das. Vor langer Zeit las ich dieses Märchenbuch meinem Sohn vor. So. Habe ich da gerade etwas? Und tschüss. Und der nächste, und der nächste, und der nächste. Zack. Tschüss. So, wir haben keinen Fokus mehr, wir haben keine Pfeile mehr. Den Wurm brauchen wir jetzt gerade nicht. Gibt keinen Ort, den wir nicht kennen würden. Okay, unter uns wird dann wahrscheinlich das Ding sein. Gordomi Urlu. Locke Prack der Hexenmeister hervor, indem du seine Orlocks tötest. Okay. Orlocks sind die Stützpfeiler der Orlocks.
Wirf sie um. Töte 5 Vorlogs, 3 durch Schleichtötung. Ja gut. Sollte wohl machbar sein. Was mit dem? Tschüss. Ich habe gar nichts gehört. Hast du was gehört? Nee. Wahrscheinlich nicht. Hallo, du da. Hat gut geklappt. Danke für den Rat. Finde ich cool, dass die auch dann auch anfangen zu brennen. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Natürlich. Schleicht da jemand umher? Nein. Tun wir nicht. Es ist nicht das Geringste passiert. Du bist auch tot. Hast nichts gesehen. Ich muss das Feuer entzünden. Feuer versuchen. So. Und was ist denn hier los? Freunde, aua. Das war's. Prag. Prag. Jetzt muss ich mir Olofs rekrutieren. Nichts zieht sie an wie das Versprechen auf Rache. Oder nicht vorher finde. Du willst das erschlagen. Dieser Kampf wird durch Willenskraft entschieden und nur durch Willenskraft. Stärke, Geschick, du siehst aus wie ein Schwein. All das ist unwichtig. Wenn du mir das nicht glaubst, dann habe ich schon gewonnen. Und eingesaut hast du dich auch noch. Aua. Wir sind verflucht. Wir sind verflucht. Wir sind verflucht. Lass mich doch mal in Ruhe. Lass mich doch mal ganz kurz hier. So, jetzt ist er gut abgelenkt. Okay, was haben wir denn hier noch an Möglichkeiten? Da ist ein Nest. Na schade, dass jetzt alle hinten rumgammeln. Worauf wirft der? Ach, auf die Bude. Okay, die verprügeln hier noch den Karagor. Das war's mit dem Karagor. Jetzt müssten die so langsam zum Feuer hinkriechen. Hoffe ich zumindest. Ja, kommt. Kommt nah ran. Kommt noch ein Stück. Hallo! Ach, ist das schön. Bitteschön.
Hey. Panische Angst vor Spinnen. Ah. Brauchst du auch nicht. Hey, komm, ich nehme dich auf. Sehr schön. Dann verzieh dich. Wunderbar. Und Gebiet gecleared. Ach, schön. Bleib auf der Hut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, hier müsste irgendwo ein Eingang zu Kankra sein. Irgendwo hier muss ich doch zur Kankra gehen. Hey. Tschüss. Also irgendwo wird sie doch zur Kankra gehen. Ja, halt die Schnauze. Keiner mag euch. Kankra. Wo geht's denn die zur Kankras Erinnerung? Oder geht's von der anderen Seite? Kann natürlich sein, dass es das Ende der Höhle ist. Dass wir von hier aus irgendwie rein müssen. Das wird leider nicht ganz so ersichtlich. Ja, von hier aus geht nicht. Tschüss. Hey. Dankeschön. Nehme ich gern. Geht's von hier aus zu Kankra? Auch nicht. Ärgerlich. Wo geht's denn zu Kankra? Geh mal weg. Du denkst, du wärst gefährlich, ja? Dann lässt du mal was sagen, bist du nicht. Hi, Leute. Tschüss. Wo geht's denn hier nach unten? Es muss doch hier irgendwo nach unten gehen. Ab jetzt geht doch eigentlich immer. Kommen wir von dieser Seite durch den Berg? Was sieht hier hinten so leer aus? Hier ist Ende der Welt, oder? Ja, sieht danach aus. Da scheint auch nichts zu sein. Das ist ein Ghoul. Das finde ich cool. Mit dem Ghoul. Falls einer von euch im Wortwitz noch nicht verstanden hat, das war Ghoul. Das ist ein richtig cooler. Hey, du bist tot. Bleib Wasser. Tschüss. Der Kiefer hat sich noch bewegt. Das finde ich eklig. Hi. Jetzt ist die Frage, wo geht's lang? Ich kann den nächsten Angriff kaum erwarten. Das war's mit den drei. Die drei von der Tankstelle.
Karte. Hier oben. Hier hinten waren wir, ne? Da ging es ja nicht weiter. Dann müsste das ja rein theoretisch. Da unten bei dem Turm. Aber das geht von hier aus rein. Das kann natürlich auch sein. Das wäre dann genau in die Richtung, wo wir gerade gucken. Was war das? Aber von da haben wir ja schon probiert. Also würde ich sagen, müssen wir in diese Richtung. Hey, pssst. Dieser Burn-Effekt, das ist schon eine nice Sache. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, hier sind wie die Ghoul-Eier. Von hier aus geht's nicht zu Kankra. Hä? Da unten bei der Baustelle könnte das durchaus sein. Was wäre denn da hinten? Jetzt sind wir da, wir müssen noch ein Stück weiter geradeaus. Tschüss. Die habe ich nicht gesehen. Ich reiße den Kopf ab. Das müsste ja hier irgendwo dann sein. Hinter uns jetzt, an der Wand. Mann. Hör mal auf. Ich will da nicht ran, ich will hier an der Wand gucken. Ob hier irgendwo ein Eingang ist. Da. Ha! Wir sind in den Berg gekommen. Das ist schon mal gut. Das ist viel wert. Tschüss. Oh. Stirb. Ah, das stimmt nicht. Der stirbt jetzt aber. Tschüss. Keiner warm, finde ich auch. Sollte man durchziehen. Klingt auf jeden Fall nach einer guten Taktik. Hey, tschüss. Hey, tschüss. Hey, tschüss. Hi. Bye. Da sind sie jetzt auch alle weg. Und wir kriegen eine Kankra-Erinnerung. Wunderbar. Hast du je ein Spinnennetz voller Tau gesehen? Das ist ja das Schicksalsnetz. Alle Möglichkeiten sind in der Schwebe. Doch wenn die Sonne aufgeht und der Wind weht, fallen einige Tropfen zu Boden. Wir haben es. Küss sie doch. Küss sie doch. Ihre Visionen zeigten die Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Was meinst du? Wahrheit? Ich glaubte einst an die Wahrheit. Doch sie ist eine verlorene Tugend in den Händen von Kankra und Sauron. Mhm. If you say so. Moment. Ich rieche. Komm und ihr euch mal einen Spieß. So, das sollte jetzt über mir sein. Frage ist, wie kommen wir da hin? Wie komme ich jetzt nach oben? Weil wir ja schon mal vor. Spielen offenbar gerne Krieg. Mal sehen, Erinnerung. Wie sie sich in der Schlacht bewähren. Müsste über mir sein, der Eingang.
Ist das der? Der zeigt dir gerade nichts an. Mysteriös. Du oben beim Wasserfall eventuell? Muss ich den Wasserfall hochklettern? Wie nice wäre das denn, bitteschön? Tatsache, ich kann den Wasserfall hochklettern. Alter. Nice. Oh, cool. Hier wohne ich jetzt. Könnte zwar ein bisschen kalt werden, aber hey. Bin ja eh schon tot. Ich habe ein sehr cooles Gemüt. Was haben wir denn hier Schönes? Dieses Artefakt war ein Geschenk von Gondors anderer Grenze. Den langen Stränden von Anphalas an Gondors ferner Küste. Okay. Ihr Herrscher Golaskiel schickte uns diese geweihte Schale mit Wasser aus dem Fluss Mortond und wir behielten sie noch lange, nachdem das Wasser bereits verdunstet war. Ich träumte oft davon, Anphalas zu besuchen. Es würde mir bestimmt besser gefallen als die Hauptstadt Minas Tirith. In mir steckt zu viel von der Grenze, um zufrieden in besiedelten Landen zu leben. Okay. Die scheint wohl ziemlich abenteuerlustig zu sein. Diese Schale ist weit weg von zu Hause. So wie wir alle, Celebrimbor. Ja, das stimmt. Also für einen Elben ist er auch ziemlich weit weg und ziemlich tot. So. Dann das Ding. Das scheint beim Turm zu sein. Noch ein Wasserfall hoch. So, dann klettern wir den nächsten Wasserfall hoch. Oh, das ist so viel besser als Assassin's Creed. Das macht so viel Spaß. Hallo. Hübschheit. Der Feder. Menschen und Orks bekämpfen sich schon seit Jahrhunderten. Soweit man sich erinnert, schlugen sie ihre größte Schlacht beim Langen See, wo die Menschen mit Unterstützung von Elben und Zwergen die Orks und Bilwisse Morias bekämpften. Das freie Volk entschied die Schlacht für sich, und einigen Berichten zufolge stürzten die Adler der Nebelberge herab und warfen die Orks von den Klippen und Bergen. Klingt nach einer fantasievollen Geschichte. Ja. Ich habe keine Adler gesehen, als Minas Ithil fiel. Doch wir hatten Talion und seine seltsamen Kräfte. Wir hätten Hilfe von überall begrüßt, selbst aus dem Himmel. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Gut, dann würde ich sagen, weil das so ein geiler Ort ist hier oben, wir sehen uns die dann. Die Adler der Nebelberge sind mehr als ein Mythos. Vielleicht, aber sie wären kaum den Drachen gewachsen, die ich sah. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.